Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir die Zwiebel der Eispikmin gefunden und ein Labyrinth bzw. einen Dungeon abgeschlossen, wo wir mit feurigen Kastanien arbeiten mussten. Es ist kein Witz, diese Kastanien haben gebrannt. Und ja, heute wollen wir die Nachtexpedition hier angehen, die es in dem vierten Gebiet gibt. Also im Heldenversteck, den Sternausguck, Nahrungszentral und Fuß der Treppe. Nirgendwo steht was von Doppelten. Also keine Ahnung, wo was Doppeltes ist. Vorher müssen wir aber uns noch etwas durchlesen. Ich habe es schon weggedrückt, damit hier kein Neu da oben steht. Aber wir haben ein neues Shepard-Dokument. Und das lesen wir jetzt vor. Von Karin Shepard. Schon immer hat es in der Shepard-Familie Hunde gegeben. Sie sind ihnen immer mit Liebe und Respekt begegnet. Und haben ihr Verhalten sorgfältig studiert. Das hatte eine gute Verständigung und gegenseitige Wertschätzung zur Folge. Die Tatsache, ganz verschiedenen Spezies anzugehören, fiel dabei überhaupt nicht ins Gewicht. Ja, das haben wir halt uns erarbeitet, dieses eine Dokument. So, dann gehen wir mal zur ersten Nachtexpedition. Heldenversteck, Sternausguck, Schwierigkeitsgrad 2. Okay, ich sehe jetzt gerade nur einen Leuchtbau. Ich glaube, wenn wir Ortschen hier oben lassen, brauchen wir den Bau gar nicht so wirklich beaufsichtigen. Oh, es sind zwei. Okay, ich schicke Ortschen zum Orangenen vor. Obwohl, warte, Ortschen, bleib hier beim Blauen. Ich weiß gerade noch nicht, wo der Orangen ist. Ich habe da hinten das orangene Licht jedenfalls gesehen. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn Ortschen den Blauen verteidigt und wir gehen zum Orangenen. Da ist ein Knopf. Ein paar Gegner schon mal losgeworden, bevor sie überhaupt gefährlich wurden. Irgendwo so ein Bau? Okay, das Zwischending haben sie instant geschrottet. Okay, hier wird es ein bisschen schwerer. Hier wird es deutlich schwerer. Weil ich schlecht an die Pigments rankomme. Ich vernichte dich einfach, bevor du gefährlich wirst. Weil hier steht auch direkt neben der Basis. Washington sollte da oben eigentlich relativ gut klarkommen. Angriff. Kurz auf der Karte sehen. Nee, da ist eigentlich kein Bau von denen. Ach, wir können auch dabei direkt mal sehen. Hier gibt es auch nicht so viele Untergrundbereiche, wenn ich das richtig sehe.
Also hier ist auf jeden Fall noch eine Dandori-Herausforderung, aber ich sehe sonst kaum hier Untergrundbereiche. Da ist noch eine. Okay, das hält sich echt in Grenzen. Ach, von da kommt die Armee. Na gut, die finde ich jetzt nicht besonders schlimm. Muss zurück. Otschin, komm mal hier runter zum Orangen. Ich glaube, da wirst du mehr gebraucht. Angriff! So, die sind schon mal weg. Ja, Otschin muss in das schon wegstecken können. Also Otschin sollte eigentlich nicht so viel Probleme haben. Sind wahrscheinlich die letzten. Okay, das hier war schlimm. Ich konnte kaum Pigments sammeln. Ja, die Sequenzen nach dem Leuchtbauten hier und so weiter, das skippe ich meistens, weil da nichts Neues mehr passiert. Wir sammeln auf jeden Fall schon mal Medizin im Voraus. Warum ist es nachts auf diesem Planeten eigentlich so gruselig? Was denn? Unser Funke hat Angst im Dunkeln? Nein, eigentlich nicht. Normalerweise habe ich kein Problem mit Nächten auf anderen Planeten. Aber hier ist es anders. Es fühlt sich an, es könnte an jeder Zeit etwas aus der Dunkelheit heraus anspringen. Haha, hat da einfach jemand Angst vor Gespenstern? Du weißt schon, dass es die in Wirklichkeit nicht gibt, oder? Um genau zu sein, hat die Wissenschaft noch nicht den Beweis erbracht, dass sie nicht existieren. Was soll das denn werden, Spani? Ausgerechnet du glaubst an Gespenster? Wirklich? Nein, so weit würde ich nicht gehen. Aber es etwas geht mir nicht aus dem Kopf. Ist euch einmal aufgefallen, dass die Überreste tagsüber besiegter Kreaturen nachts nirgendwo zu sehen sind? Jetzt warte mal ein. Oh. Können wir bitte, bitte das Thema wechseln? Ja, dann direkt an die nächste Nachtexpedition, ne? Okay, da steht einfach so ein Eisteil direkt neben der Base. Die knie dich instant um. Wieder zwei Basen? Ne, diesmal nur einer. Okay, Otschin patrouilliert hier. Zwei holen dort. Eine Basis ist besser zu verteidigen. Was ist denn das für ein gigantisches Ei da hinten? Ist ja sogar größer als die Punktkäfer. Ah, da kommen wieder die fliegenden Kameraden. Die fliegenden sind easy. Watchin kümmert sich schon um den großen da hinten. Sollte Watchin aber nicht alles alleine machen lassen. Ja komm, Otschin, ab dem Punkt kommst du mit mir. Ich lass dich doch nicht verenden.
Das riesige Ei. Was zum Geier ist das? Das ist ja mal eine merkwürdige Kreatur, findest du nicht? Diese Augen. Sieht aus, als würden sie auf den Leuchtbau zuhalten. Ich glaube, das Ding, da sollte ich schnell vernichten. Und schön! Erstmal den da. Du erscheinst mir 100-mal gefährlicher als alles andere. Kann man den Pigments aufschrecken? Ja, komm, komm, konzentriere dich auf mich. Angriff! Auf geht's, Teamarbeit! Das eine Ding war gruselig. Oh, jetzt schon fertig? Das ging schnell. Ja, wie gesagt, das ist keine besondere Sequenz, ne? Ey, im Ernst, ich wusste doch direkt von Anfang an, dass dieses Ei besonders ist, so riesig, wie es da hinten stand. So, einmal haben wir noch eine Nachtexpedition dort vor uns. So, jetzt sind wir hier. Ich erwarte immer noch eine Sequenz, immer wieder mal. So, Ocean, verteidige. Obwohl, solange die noch nicht loslegen, kannst du eigentlich mit mir kommen. Bin auch ein bisschen schneller unterwegs tatsächlich. Oh, hier ist was zum Graben. Da gehe ich aber bei Tag ran. Ah, okay, doch. Ich lasse Ocean da mal eben kurz aufgraben. Das ist schon wieder so ein Riesenei. Das Ding von gerade eben wird zurückkehren. Termiten ohne Ende. Was? So früh schon? Das Ding gerade eben ist wesentlich später jetzt aufgewacht. Das Ding ist, der hält auch verdammt viel aus. Ocean sollte mit den Termiten klarkommen. Ich muss sogar diesen einen Angriff nutzen, ne? Ich mache dem Ding sonst keinen Schaden. Was ist das für ein Ultravieh?
Oh, die haben das vereist. Angriff. Ich wollte das nutzen. Sollten mir die Eisbiester gerade helfen? Kann es sein, dass die Viecher, die den Rauch berühren, die Pigments, für immer tot sind? Alter, ist das heftig. Nochmal neu versuchen, ne? Na gut, Grundschnabe, ich werde dir aushelfen. Aber nur, weil du in die Anführung nicht befohlen hat. Ich versuch's nur gut. Na gut, aber pass auf dich auf. Denn wenn dir was passiert, habe ich nur umso mehr Arbeit. Ich hätte schon gern gesehen, wie seine Hilfe ausgesehen hätte. Wenn ich Leuchtsamen nutzen kann, sollte ich sie auch nutzen. Ich glaube, das wäre hier wirklich nicht verkehrt. Vielleicht habe ich das Vieh auch damit getriggert, dass ich in die Nähe gekommen bin. Nee, das Ding wacht instant auf. Okay, wir haben aber gesehen, dass Eis sehr effektiv gegen das Ding ist. Also, zuerst einmal. Und den großen da, den werde ich definitiv zerbomben. Ich glaube, ich muss mehr Eisbomben werfen. Schnell, bevor der aufwacht. Okay, Otschin rennt zurück. Der muss weg. Der macht so übelsten Schaden. Es ist so schön, dass er auf einer Reihe steht, ne? Das Schlimmste haben wir beseitigt. Ich werde für die tatsächlich auch noch mal eine Bombe verwenden. Oder zumindest für einen von denen. Da ist noch mal dieses Vieh, ne? Ach schön, versuch ihn aufzuhalten. Dieses Gasvieh, das ist so übertrieben heftig. Einmal kurz den Punktkäfer als erstes eben. Dieses Vieh ist so immens stark. Boah. Das war knapp.
Warum war da ein zweiter? Okay, ich muss sagen, hier die Nachtexpedition war heftig. Shining, Ochin, ihr habt es geschafft. Danke. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ne, ohne die Items hätte ich das nie im Leben geschafft. Das alles für einmal Leuchtsaft. Das ist wahrscheinlich ein reines Nachtexpeditionsmonster. Das mit den Nachtexpeditionen hast du ja ziemlich gut raus. Mit den gewohnten Leuchtsaft kann ich neue Medizin herstellen. Ja, geilo. Junge, das Vieh hatte was drauf. Er möchte was von mir. Sie möchte was von mir. Oh, du bist es. Ich kann bestätigen, dass die Zwiebeln tatsächlich miteinander verschmolzen sind. Bitte sammle auch weiter Zwiebeln mit neuen Farben. Es gibt so vieles, das ich noch erforschen will. Ja, für die Felspigmen und für die Fliegepigmen brauchen wir noch die Zwiebel. Ich will den Pickelpedie-Eintrag zu diesem riesen Schleimvieh sehen. Endyla bovum. In der Nacht oder unter der Erde. Ein Ei. Lässt man es unbeachtet, entsteht daraus ein wahrlich furchteinflößendes Geschöpf. Ein Mysterium, das sich mühsam dahinschleppt. Doch ich kann nicht anders als anzunehmen, dass es uns vielleicht eine Geschichte erzählen möchte. Und vielleicht ist es eine traurige. Dieses Ding sieht auch gruselig aus, ne? Es ist definitiv einfach der Nachtboss. Diese Welle. Vor allem Ding das Gas. Also der hat die Leuchtpigmen damit ja instant vernichtet. Die sind sogar eine Weile nicht wiedergekommen. Okay, ansonsten möchte jetzt hier aber keiner was von uns. Was sagt der jetzt eigentlich? Ja, Laublinge, sie sind unglaublich. Je länger ich sie untersuche, umso mehr faszinieren sie mich. Okay, der sagt mir jetzt nicht hier irgendwie, das war jetzt nächste Nachtexpedition oder irgendwas in der Art. Ich brauche ein paar neue Bomben. Gib mir Steinbomben, 3. Ja gut, Leute, ne? Ich würde sagen, hier beenden wir das denn jetzt aber für heute. Gab halt dann nur diese 3 Nachtexpeditionen. Aber die war ja schon heftig, die letzte. Also, ich wiederhole es nochmal. Ohne die Items hätte ich das nie im Leben geschafft. Und ich habe wirklich einige geworfen. Dieses komische Gasvieh, das hält so extrem viel aus. Und vor allem, es löscht ja wirklich meine Pigments, wenn sie es berühren unten. Das ist das Schlimme. Naja, nichtsdestotrotz, beim nächsten Mal geht es dann in die helle Version von dem Heldenbereich. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, bis dann. Thank you.